Hallo, liebe Frühstücksfreunde. YouTube-Kanal Krigel 79. Donnerstag, 9. April. Ich bin am Sommerweizen sehen. Abgedreht habe ich gestern Abend. Und jetzt bin ich die ganze Sache hier am Sehen. Ich fahre etwa mit 3 Stundenkilometer mit dem Geohobel. Die Seerohre bei der Seehaube habe ich nach unten gestellt. Und jetzt fahre ich da so durch den vorbereiteten Akku. Ich habe am Montag nochmals eine Bodenbearbeitung gemacht, hier mit dem Geohobel. Und gleich auch wieder angewalzt. Und jetzt sieht das Ganze schon ja, ziemlich ansprechend aus. Ziemlich ansprechend. Mit 360, 370 Touren auf der hinteren Zapfwelle. Und hinten wird es ja beim Geohobel wird das Ganze beim Getriebe nochmals runter. Also die Drehzahl wird nochmals runtergehen. Wie sagt man das? Transformiert. Also hier ist hier nicht 1 zu 1 360 Umdrehungen dann auf der Welle, sondern es sind jetzt vielleicht noch, je nach Getriebeeinstellungen, ich denke, jetzt sind es keine 200 Umdrehungen auf der Welle dahinten. Und dadurch wird das Bodengefüge nicht mehr sehr arg in Mitleidenschaft gezogen, respektive es wird nicht mehr groß eigentlich strapaziert. Natürlich, jede Bodenbearbeitung ist eine Strapaze für den Boden, aber irgendwas machen müssen wir ja. Einigermaßen ein halb schlaues Sapet soll es ja geben, auch für den Sommerweizen. Ja. Ja, hier habe ich das Ganze ausprobiert, Tiefe, Seeeinstellung und so weiter, darum hat sie eine solche Spur. Und etwas weiter nebenan, dort beim Schacht, da kommt dann schon der Hafer hin. Gut, also ich sehe jetzt den Weizen noch fertig, gehe dann sofort den Hafer einfüllen, abdrehen und dann wird der Hafer auch noch gesät heute. Voilà! Das war's. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Schöne Ostern überhaupt. Ja, ist ja Gründonnerstag heute. Schöne Ostern allen. Macht's gut. Habt schön. Tschüss zusammen.